Ich hatte einen Freund aus Sinzig, der war Hauptmann in einer Panzerdivision. Und wir trafen uns im Urlaub und wir sprachen, warum ist der Sturm auf Moskau so kläglich geendet? Und da sagt er, weil die Generäle vor dem Sturm nach Moskau alle gemeldet haben, die Divisionen sind einsatzbereit. Dabei war über die Hälfte der Fahrzeuge bereits lädiert. Die Hälfte der Soldaten war nicht mehr da. Keine Division war mehr richtig einsatzbereit und wurde dann doch noch auf Moskau angesetzt. Es ging dann, weil der Winter kam, nur noch darum, Orte zu besetzen, um am Abend Unterkunft zu haben, um nicht in der Freien draußen in der Kälte zu übernachten. Am 21. Januar habe ich 51 Grad unter Null hatten wir. 40 Grad vor Weihnachten unter Null. Die Panzer mussten unter den Fahrzeugen Feuer anmachen, um das Öl warm zu halten. Wie lebt man in einer solchen Situation? 40 Grad unter Null, das kann man sich also auch schon unter normalen Umständen mit geheizten Häusern und anständigen Klamotten kaum vorstellen. Ja, Wie übersteht wie man lebt sowas? man da? Nur also draußen, indem man sich bewegt. Und am Abend musste man ein Dach über dem Kopf haben. In den Fahrzeugen war ja keine Heizung drin. Die waren oben offen. Und da konnte man genauso verrückt. Das Metall war ja eiskalt. Ja. Also nur, wenn man ein Dach über dem Kopf hatte. Und deshalb waren die Unterkünfte sowohl beim Vormarsch als auch beim Rückmarsch nachher gesucht. Und daraus kam der Gedanke mit der verbrannten Erde, dass man also die Dörfer, die man verließ, in Brand steckte, damit der nachrückende Russe keine Unterkunft finden kann.